Der Zweite Weltkrieg tobt über Europa. Immer mehr russische Städte werden von den Deutschen erobert. Noch ist der Wendepunkt von Stalingrad nicht eingetreten und die Wehrmacht rückt weiter nach Osten vor. Immer noch glauben die Deutschen an ihren Führer. Ein Sieg, so glauben sie, steht kurz bevor. Doch die Ersten erahnen, dass das Dritte Reich zum Untergang verurteilt ist. Allein schon die Truppenstärke der verschiedenen Kriegsparteien ließ keinen Zweifel am Ausgang des Kriegs. Im Jahr 1942 begann eine umfangreiche Geheimoperation, die Vorbereitungen Deutschlands auf die Niederlage. Die Angelegenheit war streng vertraulich. Weder die Russen noch die Amerikaner sollten davon wissen. Auch vor Adolf Hitler wurde die Aktion geheim gehalten. Für den Fall, dass Nazi-Deutschland verliert, wollten einige politische Führer des Landes für ihr Verschwinden und ihre sichere Unterkunft in massiven Bunkern sorgen. Diejenigen Nazis, die damals schon vorsorgten, waren gefährliche Strippenzieher in den höchsten Kreisen. Nun kennen wir die Namen derer, die 1945 entkamen und ihrem Schicksal so aus dem Weg gingen. Heute ist der sogenannte Führerbunker nur noch ein Hinweisschild bei ein paar Wohnblöcken und einem Supermarkt. Ein gesprengter Zeuge jener Tage im Mai 1945, als das Deutsche Reich auf einen Quadratkilometer zusammenschrumpfte und schließlich zugrunde gehen sollte. Heute erzählen Reiseführer vom letzten Atemzug Hitlerdeutschlands und den vermeintlichen Übermenschen, die sich damals vor der Rache ihrer Feinde versteckten. Martin Bormann befand sich mit Adolf Hitler gemeinsam im Bunker. Er wollte von Hitler zum Chef für Parteiangelegenheiten ernannt werden. Andere Posten interessierten ihn nicht. Wer auch immer ihm im Weg stand, wurde von Bormann ausgeschaltet. Schon wieder Verrat, telegrafierte er an Hitlers Nachfolger Karl Dönitz. Himmler hatte vorgeschlagen, zu kapitulieren. Drastische Maßnahmen waren notwendig. Alles war vorbei, Hitler war tot, Goebbels hatte sich umgebracht und Göring war in Bormanns Augen ein Verräter. Himmler hatte sogar mit dem Feind zusammengearbeitet. Bormann war allein. Er hatte das Testament Adolf Hitlers und die Macht über das Vierte Reich lag nun in seinen Händen. Doch Bormann wollte seinem Führer keineswegs in den Freitod folgen. Er brach mit einer Gruppe von SS-Leuten in der Nacht vom 1. zum 2. Mai durch die russischen Truppen. Mehrere Stunden später verschwand Bormann. Am 2. Mai durchsuchte eine Spezialeinheit den Bunker und das umliegende Gelände, Schritt für Schritt, Meter für Meter. Weder wurde Bormanns Leiche gefunden, noch konnte das Gegenteil bestätigt werden. Mit Bormann verschwanden geheime Dokumente und die Goldreserven der Partei. Fahndungsfotos von Martin Bormann wurden im ganzen Land aufgehängt. Die Amerikaner boten eine stattliche Belohnung für Informationen zum Verbleib des Reichsleiters. 1.000 US-Dollar. Auch im Hamburger Radio rief man zur Suche nach Martin Bormann auf. Bormann wurde im Jahr 1900 geboren. Der NSDAP trat er im Februar 1927 bei. Seine Mitgliedsnummer war 60508. Er war Reichsleiter und Gruppenführer der SS, mittlerer Größe, leicht untersetzt, dünnes Haar. Eine Erscheinung wie ein provinzieller Beamter. Zum Zeitpunkt der Flucht trug er eine ausgeleierte Uniform und einen dicken Koffer unter dem Arm. Doch man brauchte nur in sein Gesicht zu schauen, um zu wissen, dass dieser harmlose Eindruck trügerisch war. Zusammengedrückte Lippen und ein selbstbewusster Gesichtsausdruck. Dieser Mann war enorm gefährlich. Alle hatten Angst vor ihm. Zu den Opfern seiner Intrigen gehörten Hitlers Leibwächter, Generäle und politische Schwergewichte wie Himmler, Goebbels und Göring.
Selbst Hitler soll sich vor ihm gefürchtet haben. Verhasst war er bei den Generälen und den Führern des Dritten Reiches. Halunke, böser Geist, Luzifer, Erzengel des Bösen und brauner Bolschewik. Das sind nur ein paar der Spitznamen, die ihm von seinen Parteikameraden gegeben wurden. Selbst Goebbels konnte Bormann nicht besiegen, den ungehobelten, dummen und unehrlichen Betrüger, wie er ihn nannte. Der Mann war für alle ein großes Mysterium. Sie wussten, dass er großen Einfluss hatte. Die Geheimdienste berichten dasselbe. Die Partei wusste, mit wem sie es hier zu tun hatte. Sie hatten diese Informationen erhalten, deswegen war er so interessant. Wer ist dieser Bormann, fragten sie sich. Der russische Geheimdienst schwieg über die Suche nach dem zweitgrößten Nazi nach Adolf Hitler. Nur die im Bunker verbliebenen Nationalsozialisten wurden gefangen genommen. Neben Bormann hatten auch Hitlers Fahrer Erich Kempka, sein Pilot Hans Bauer, der Chef der Hitlerjugend Arthur Axmann, Hitlers Assistent Otto Günsche und andere versucht zu fliehen. Doch auch die Verhöre der Gefangenen konnten keine Klarheit bringen. Ungefähr 15 Personen, einschließlich des Piloten und des Fahrers von Hitler, gaben zu Protokoll, dass Bormann am 1. Mai in den Straßen von Berlin erschossen wurde. In der Uniform eines SS-Generals versuchte er, zu einem Panzer zu gelangen, der ihn dann aus Berlin herausbringen sollte. Bei diesem Versuch wurde er von sowjetischen Soldaten erschossen. Aber es gibt weder für seine Flucht noch für seinen Tod abschließende Beweise. Laut einigen Aussagen habe Bormann irgendwie die Hölle von Berlin überlebt. Das Kreuzverhör mit hohen Vertretern der Nazis ergab das Folgende. Streng geheim. An den Marschall der Sowjetunion Stalin. Bericht vom Chef des Geheimdienstes an der ersten weißrussischen Front bezüglich des Schicksals von Hitler und anderen Offiziellen, zusammengestellt nach dem Verhör der gefangenen deutschen Generäle. Laut den Aussagen ist Bormann geflohen, um Karl Dönitz Hitlers Testament zu überreichen. Unterzeichnet Chef des Geheimdienstes, General Kusnezow. Am 10. Mai verlas Georgi Schukow eine offizielle Erklärung. Wir wissen nicht, wo sich der persönliche Assistent Hitlers, Martin Bormann, befindet. Bormanns Verschwinden machte Stalin Sorgen und verdarb ihm die Freude über den Sieg. Auf einmal schien es nicht mehr so wichtig, dass Deutschland besiegt wurde und die rote Fahne über dem Reichstag wehte. Stalin war klar, dass Bormanns Flucht ein wichtiges Ereignis war, das gefährliche Konsequenzen haben könnte. Er wusste von den Versuchen der Nazi-Führer, mit den Alliierten eine eigene Abmachung zu treffen. Der Führer hatte gehofft, dass Deutschland zum Schauplatz eines neuen Kriegs werden könnte, diesmal zwischen den Sowjets und den Amerikanern. Millionen Deutsche waren immer noch bewaffnet. Dutzende von Wehrmachtseinheiten stellten eine gefährliche Macht dar, bereit, neue Aufgaben zu erfüllen. Würde Bormann derjenige sein, der diese neuen Befehle erteilt? Werden die Alliierten mit ihm verhandeln? Wir fürchteten, dass er an neuen Abkommen beteiligt sein könnte. Wir dachten, dass die Amerikaner hinter dem Rücken der Sowjets einen eigenen Friedensvertrag abschließen würden. Stalin vertraute den Alliierten nicht. Ihm war klar, dass die Niederlage Deutschlands die merkwürdige Allianz zwischen dem bolschewistischen Russland und dem kapitalistischen Amerika nur temporär möglich gemacht hatte. Nun drohte eine neue Konfrontation. Die Alliierten vertrauten Stalin genauso wenig. Auch für sie war das Verschwinden von Martin Bormann ein Problem. Sie hatten Gründe für die Annahme, dass Bormann von den Russen gefangen genommen wurde. Sie glaubten, Bormann könne eine entscheidende Figur bei einer möglichen Vereinigung von Deutschland und der Sowjetunion unter der russischen Flagge sein. Die Amerikaner und die Briten kalkulierten, dass die sowjetische Armee ungefähr eine Woche brauchen würde, um den Ärmelkanal zu erreichen. Mithilfe eines zwar besiegten, aber immer noch starken Deutschlands hätten sie Europa ihren Willen aufzwingen können. So wurde Bormann bei seinem Verschwinden ein Joker in dem gefährlichen Spiel, das die Alliierten begonnen hatten.
Die westlichen Alliierten begannen nicht sofort mit der Demilitarisierung Deutschlands, sondern warteten. Bewaffnete Einheiten standen einfach in den Lagern herum und konnten jeden Moment eingesetzt werden. In diesem Fall hätten Bormann, Karl Dönitz und andere darauf hoffen können, als Partner akzeptiert zu werden und nicht als Verbrecher. Am 17. Juli 1945 erklärte das russische Radio offiziell, dass Bormann am Leben sei und bei den Alliierten sei. Das britische Hauptquartier von Montgomery antwortete: Wir haben ihn nicht. Wir auch nicht, sagten die Amerikaner. Tausende Menschen begannen nach dem verschwundenen Nationalsozialisten zu suchen, überall in Deutschland, außerdem in Italien, Österreich, Spanien und Dänemark. In Moskau, London und Washington studierte man noch einmal die Geheimdienstberichte über Martin Bormann. Seine Biografie sollte Hinweise geben, wo er sich aufhalten und was er planen könnte. Man nannte ihn den Schatten des Führers. Doch der Führer war tot und das Reich besiegt. Der Schatten allerdings blieb. Jeder, der etwas über den Verbleib Bormanns wissen konnte, wurde sofort verhört. Dieser Mann war einer der Ersten, die eine Aussage machten. Er war kein Tyrann, sondern versuchte, ein guter Vater zu sein. Als der Krieg begann, war er kaum noch zu Hause. In seinem Haus in Obersalzberg hing Kants berühmter kategorischer Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Der Fehler meines Vaters war, dass er sich Hitler als moralisches Vorbild gewählt hatte. Die Grundlage für eine allgemeine Gesetzgebung gilt. Aus dem Briefwechsel von Martin Bormann an Gerda Bormann, 4. April 1944. Schweigen ist die vernünftigste Art des Verhaltens. Man sollte die Wahrheit nur dann sagen, wenn es wirklich notwendig ist. Man sollte sich der Menschen, die einen umgeben, niemals sicher sein. Bormann begann seine Karriere wie viele andere Nationalsozialisten mit Blut an den Händen. 1924 wurde Bormann für den Mord an seinem ehemaligen Volksschullehrer Walter Kado angeklagt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Später erhielt er für diese Tat den sogenannten Blutorden von Adolf Hitler. Als er aus dem Gefängnis kam, trat er in die NSDAP ein und begann, in der Verwaltung zu arbeiten. Seine Fähigkeiten machten ihn unersetzbar in der Partei. 1933, als die Nazis an die Macht kamen, begann sein wirklicher Aufstieg. Er wurde einer von 18 Reichsleitern. Mitglied im Reichstag sowie der Assistent von Rudolf Hess. Hitler vertraute Bormann sogar sein persönliches Vermögen zur Verwaltung an. Bormanns Karriere war für die Nazis kein Grund für Misstrauen. Allerdings gab es da ein Detail. Albert Speer vermerkte, dass Bormanns Methoden dieselben wie Stalins während Lenins Herrschaft seien. 1929 heiratete Bormann Gerda Buch, eine ganz im Sinne der Nationalsozialisten erzogene Tochter des Vorsitzenden des obersten Parteigerichts der NSDAP. Meine Mutter war 19, als sie und mein Vater heirateten. Sie war vorher keine überzeugte Nationalsozialistin gewesen, obwohl ihr Vater ein Richter bei der Partei war. 1933 wurde ihr Vater Walter Buch sogar oberster Parteirichter der NSDAP. 1929 jedoch, bei der Hochzeit, wo Adolf Hitler der Trauzeuge meines Vaters war, war sie bereits eine fanatische Anhängerin der Nationalsozialisten. Nun befand sich Bormann im engsten Kreis des Führers. Bormann nannte Hitler am liebsten den grauen Kardinal. Geschickt manipulierte er andere Leute, indem er ihre Schwächen ausnutzte. Bormann fand eine Frau für einen Unterstützer der NSDAP, Hjalmar Schacht. Außerdem half er Heinrich Himmler. Gerda Bormann freundete sich mit seiner jungen Mätresse an. Himmler unterstützte er finanziell mit einer großen Summe aus der Parteikasse. Er arbeitete als Assistent von Rudolf Hess, der angeblich in homosexuellen Kreisen in Berlin verkehrte, und wurde bald Hitlers persönlicher Sekretär. Auch über Hitler spekulierte man, dass er homosexuell gewesen sei, wie viele hohe Funktionäre des Dritten Reiches.
Bormann befand sich immer an seiner Seite und inszenierte sich selbst als Macho und starker Mann. Für Hitler war Bormann ein echter Mann. Aber Hitler selbst war eine extrem unausgeglichene Person. Deswegen die Spekulationen über seine sexuelle Orientierung. Er hatte Probleme mit Männern, er hatte Probleme mit Frauen, überhaupt mit Menschen im Allgemeinen. Bormann tat sein Bestes, um sich für den Führer unentbehrlich zu machen. Er ließ in Berchtesgaden ein Haus für Hitler bauen, den Berghof, den er außerdem verwaltete. Das Haus war auf Martin Bormann angemeldet. Er übernahm Entscheidungen in finanziellen Angelegenheiten, er kaufte Bilder für Hitlers Kunstsammlung. Er wurde zum Ideal eines Gefolgsmannes für Hitler. Sein Sekretär wurde er nicht zuletzt deswegen, weil er auch privat so viel mit ihm zu tun hatte. Die Nazis waren bereit, alles zu tun, um an die Macht zu kommen. Doch weder Göring, Goebbels, Himmler oder Ribbentrop waren dafür geeignet, mit Adolf Hitler persönlich zusammenzuarbeiten. Bormann schon. Er verwaltete die Ärzte, Fahrer und Diener von Hitler. Tatsächlich verhielt er sich mehr wie eine sorgsame Ehefrau, als Eva Braun es tat. Er wusste, dass Hitler nachts manchmal schreiend aus dem Schlaf aufwachte. Wenn Bormann nicht da war, durften nur sehr wenige Leute mit Hitler sprechen. Alle baten ihn um Gefallen, alle hohen Funktionäre des Reiches. Nicht eine einzige Entscheidung war ohne eine mündliche oder schriftliche Erlaubnis von Bormann möglich. Das war die Realität. Wie ein treuer Hund folgte er Hitler auf Schritt und Tritt. Er erahnte seine Wünsche, deutete seine Träume, machte seine Arbeitstage so angenehm wie möglich und steuerte sorgfältig die Konversationen beim Essen, was für die Gäste entweder zum Tod oder zur schnellen Beförderung führen konnte. Bormann organisierte den Terminplan für Adolf Hitler. Er entschied, wen der Führer traf und wen nicht. Alles lag in seiner Hand. Vom Schutz des Führers bis zur Organisation eines Menüs. Hermann Gramel, Historiker und Experte für die Geschichte des Dritten Reiches, ist sich sicher, dass Bormann im Gegensatz zu seinem Vorgänger Hess von der Macht wie besessen war. Als Bormann Hitlers Sekretär wurde, änderte sich alles. Jede Angelegenheit hing persönlich von Bormann ab. Bormann hatte Hitler unter seiner Kontrolle. Den Zugang zu Hitler. Bormann kontrollierte Hitler. Gerade kontrollieren konnte. Aus dem Briefwechsel von Bormann an seine Frau Gerda, 12. Dezember 1943. Nicht das Gute erlangt einen Sieg, sondern ein Starker besiegt einen Schwachen. Deswegen sollten wir unser Volk zu Stärke und Härte im Charakter erziehen. Die Elite des Dritten Reiches mochte Bormann nicht. Man nannte ihn einen Bauerntölpel, ein Schwein im Kartoffelfeld. Hermann Göring, der Erzfeind von Martin Bormann, brachte dessen Persönlichkeit folgendermaßen auf den Punkt. Ein kleiner Sekretär, ein großer Stratege und ein dreckiges Schwein. Bormann gab nichts auf die Meinung der Leute. Hitler mochte ihn und schenkte ihm sein Vertrauen. Wenn Hitler Bormann kritisieren würde, so Albert Speer, würden ihm seine Feinde die Kehle durchschneiden. Doch Hitler bekam nicht genug von Martin Bormann und äußerte niemals Kritik. Ich fragte meinen Vater, was ist der Nationalsozialismus? Und er sagte, der Nationalsozialismus ist der Wille des Führers. Für ihn stand der Wille Adolf Hitlers über allem, der Maßstab der nationalsozialistischen Welt. Erst später habe ich verstanden, wie sehr mein Vater unter dem Bann Hitlers stand. Die Suche nach Martin Bormann ab dem 2. Mai 1945 brachte keine Ergebnisse. Ende Juli 1945 jedoch behauptete der Schriftsteller Heinrich Lienau, Bormann in einem Zug von Hamburg nach Flensburg getroffen zu haben. Den antifaschistischen Schriftsteller konnte man schwer des Versuchs einer billigen Sensation bezichtigen. Seine Aussagen überzeugten die Richter der Nürnberger Prozesse, dass Bormann am Leben sei und verurteilt werden musste. Bormann war der einzige Angeklagte, der in Abwesenheit verurteilt wurde. Auf Grundlage von Artikel 27 des Internationalen Militärgerichtshofes sprach das Gericht Bormann schuldig und verurteilte ihn zum Tod durch den Strang.
Auf die Frage, wo sich Bormann befinde, antwortete Göring wütend: Ich hoffe, er schmort in der Hölle. Diese Aussage eines der wichtigsten Nazi-Verbrechers wirkt merkwürdig. Wie viele andere mochte er Bormann nicht. Aber immerhin handelte es sich um einen Parteigenossen. Warum hasste Göring Bormann so sehr? Die Richter teilten Görings Hoffnung, oder besser gesagt Wunschtraum, nicht. Sie waren sicher, dass sich Bormann in der Nähe befand und den Prozess aufmerksam verfolgte. Daher forderte das Gericht erneut zur Suche nach Bormann auf. Bis zu 100.000 Mark bot man für Hinweise. Aus allen Richtungen gingen Nachrichten über den Verbleib Bormanns ein. Man glaubte, ihn in Australien, Ägypten und Italien gesehen zu haben. Journalisten, Diplomaten und Piloten machten sich auf die Jagd nach Bormann. An allen Ecken gleichzeitig tauchte Bormanns Gespenst auf. Das Ganze wirkte wie eine große Verschwörung mit zahlreichen falschen Zeugenaussagen. Überall suchte man nach ihm. Mehrmals verkündete man seinen Tod. Man glaubte, ihn in ganz verschiedenen Ländern zu wissen, mit so unterschiedlichen Namen wie Manfredo Berg, Kurt Gautsch, Van Kloten, José Pessea, Luigi Bolillo oder Elisée Goldstein, Joseph Gianni oder Martino Maggiore. Man sah ihn angeblich in Italien, selbst im St. Antonio-Tempelkloster in Argentinien, Chile. Ein katholischer Priester glaubte, Bormann in Polen gesehen zu haben. Andere behaupteten, ihn in Spanien und Paraguay ausgemacht zu haben. In Italien erklärte man ihn 1952 für tot, in Paraguay 1959, in der UdSSR 1973, in Argentinien 1975 und in Großbritannien 1989. Die Experten des amerikanischen Geheimdienstes kamen mit herkömmlichen Suchmethoden nicht weiter. Eine alternative Methode wurde von einem Professor aus Oxford für alte Geschichte entwickelt, Ronald Syme. In seinem Hauptwerk versuchte er, den römischen Kaiser anhand der Leute zu studieren, mit denen er sich umgab. Seine Schlussfolgerungen verblüfften die amerikanischen und britischen Politiker. Viele Jahre lang habe Bormann ein Doppelleben geführt. Während des Krieges fing der US-Geheimdienst Radiotelegramme zwischen Moskau und seinen Agenten in der Schweiz und Deutschland ab. Die Entschlüsselung dauerte Jahre, doch das Ergebnis war der harten Arbeit wert. Moskau hatte geheime und wichtige Informationen aus dem Herzen des Dritten Reichs erhalten. Der Agent mit dem Decknamen Werther konnte jegliche Frage zur Stationierung von Wehrmachtseinheiten beantworten, beschrieb detailliert das Personal, ihre Bewaffnung sowie konkrete strategische Pläne. Die amerikanischen Experten waren vor allem von den detaillierten Beschreibungen aus Hitlers engstem Kreis beeindruckt. Den Berichten zufolge kam General Paulus am 12. September 1942 ins Führerhauptquartier, um den Plan zum Angriff auf Stalingrad zu begutachten. Einen Tag später empfing Moskau einen Bericht des Treffens. Die Nachricht spielte beim Gegenangriff in Stalingrad eine entscheidende Rolle. Die sowjetische Führung wusste, dass die Deutschen Stalingrad nicht umgehen würden. Hitler wollte Stalingrad um jeden Preis erobern. Also konzentrierten sie dort ihre Truppen und schwächten damit andere Teile der Front. General Kleist, der die Offensive im Kaukasus anführte, sagte, dass Stalingrad lediglich ein Punkt auf der Landkarte sei, nicht weit von seinen Truppen entfernt. Doch warum wurde dieser Punkt auf der Landkarte so wichtig für die Nationalsozialisten, fragte Kleist. Was hat Bormann wirklich gemacht? Laut einigen Informationen hat er während der Schlacht um Stalingrad wichtige Informationen an die sowjetische Führung weitergegeben über die Standorte deutscher Truppen und Stärke ihrer Einheiten. Mнению таких нетрадиционных историков, так скажем, она
Laut diesen Einschätzungen haben diese Informationen von höchster Stelle den Sieg der Sowjetunion beschleunigt. Die Generäle verstanden nicht, warum sie so viel Kraft für den Angriff auf Stalingrad aufwenden sollten, wo die Versorgung von Treibstoff der Russen doch auch an jedem anderen Ort hätte unterbrochen werden können. Friedrich von Paulus war der festen Überzeugung, dass Stalin seine Verbündeten in Berlin genutzt hatte, um Hitler zu überzeugen, seine Truppen in Stalingrad zu konzentrieren. General Guderian bemerkte einmal, Hitler hat einen Krieg aus Intuition geführt. Doch woher kamen diese Intuitionen des Führers? Wer beeinflusste ihn in seinen Entscheidungen? Am 3. Juli 1942 sagte Hitler zu General Halder: Der Feind kennt unsere Pläne seit dem ersten Moment. Die Zerschlagung der Widerstandsgruppe Rote Kapelle hatte Hitler Selbstbewusstsein gegeben. Doch selbst nach der Hinrichtung von Harro Schulze-Boysen versorgte der Agent Werther Stalin weiter mit Informationen. 6 Monate nach Stalingrad gab es auch über die Schlacht um Kursk detaillierte Informationen über die Pläne der deutschen Armee. Wo kamen die her? Das weiß man bis heute nicht. Der amerikanische Geheimdienst ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Informanten nur um jemanden aus dem engsten Kreis um Hitler handeln könne. Der Agent war während der ganzen Zeit an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt. Er teilte Moskau die exakte Zeit und den Ort von dem Treffen mit Hitler mit, wann er wieder verschwand, sowie Informationen über Treffen in seiner Abwesenheit. Der Agent gab nicht nur geheime Informationen des Dritten Reiches weiter, sondern er interpretierte sie auch. Werther an seine Auftraggeber: Manstein's Truppe am 15. September kann als besiegt gelten. In der Zeit seit dem 15. August haben sie die Hälfte ihrer Waffen und 40% ihrer Truppen verloren. Wer war Werther? War es Himmler? Goebbels? Göring? Bormann, Keitel, Guderian? Der amerikanische Geheimdienst zerbrach sich über das Geheimnis den Kopf. Einige der hohen Funktionäre wurden ausgeschlossen, weil sie keine Entscheidungen treffen durften. Andere konnten nicht alle Informationen haben. Am Ende stand nur ein Name auf der Liste: Martin Bormann. Bormann, die Figur Martin Bormanns bleibt bis heute eines der größten Geheimnisse des Zweiten Weltkrieges. Noch immer haben wir nicht alle Stücke des Puzzles zusammengetragen. War Bormann ein sowjetischer Agent mit dem Decknamen Werther? So einfach war die Sache nicht. Sogar im amerikanischen Geheimdienst gab es nur wenige, die diese Version der Geschichte glaubten. Die Amerikaner hatten einige Fakten und Beweise ausgeschlossen, die jedoch auch anders hätten interpretiert werden können. Es war klar, dass Hitler nur mit Bormann über eine mögliche Niederlage Deutschlands gesprochen haben konnte. Nur ihm vertraute er die Verwaltung der geraubten Güter an. 1946 nannte ein Bericht der Amerikaner Martin Bormann als den wichtigsten Organisator beim Transport gestohlener Wertgegenstände an sichere Orte außerhalb Deutschlands. Und es war Bormann, den Adolf Hitler mit der Planung des Vierten Reiches betraute, kurz nach der deutschen Niederlage in Stalingrad. 1943 traf sich Bormann mehrmals heimlich mit Leuten aus der Industrie, die Hitler unterstützt hatten. Er schlug vor, Gold und Juwelen in den Alpen zu verstecken. Gold im Wert von 500 Millionen Dollar wurde nach Südamerika gebracht. Niemand weiß, wie viel in den Alpen versteckt wurde. Es werden gigantische Zahlen genannt. Sie zeigen deutlich, welches Ausmaß die Plünderungen in Europa hatten. Außer Gold und Platin ging es auch um Kunstwerke, die heute immer noch irgendwo sein müssen. Die Amerikaner sprechen wenigstens offen von dieser Sache. Mehrmals schrieben Journalisten, dass es höchste Zeit wäre, in den Alpen nach diesen Gütern zu suchen. Bormann nahm seine Aufgabe sehr ernst.
Er fand sich in einer einzigartigen Situation. Für alle anderen Nazis bedeutete die Niederlage Deutschlands den Tod. Für ihn war das erst der Anfang. Vielleicht würde das Vierte Reich nur im Untergrund existieren, aber immerhin wäre Bormann der Führer. Außerdem hatte er sehr viel Geld. Während die Wehrmacht zu kämpfen hatte, gründete er Organisationen, die später den Nazis helfen sollten. Er ersann Fluchtpläne für hohe Nazi-Größen. Er entschied, wer gerettet wurde und wer nicht. Er verteilte Tickets für ein Leben nach der Niederlage. Aus dem Briefwechsel von Martin Bormann an seine Frau Gerda, 21. Februar 1944. Was die Nationalsozialisten wollen? Wir wollen, dass unser Volk nach den Gesetzen der Natur lebt. Wir wollen ihnen beibringen, wie sie um ihr Überleben kämpfen. Egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, alle sollen um ihr Überleben kämpfen. Das gilt auch für die Nation als Ganzes. Eine der Nachfolger dieser Fluchtorganisationen hieß die Spinne. Den Namen erhielt sie wegen des Spinnennetzes, den Verzweigungen überall in alle Richtungen. Viele Leute von großen Banken in der Schweiz und Zentralamerika hatten große Konten, die Nazis gehörten. . 1961 sah es aus, als sei Bormanns Aufenthalt in Südamerika eine gesicherte Tatsache. Adolf Eichmann, verantwortlich für die Durchführung der Judenvernichtung, wurde von israelischen Agenten gefangen genommen und in Jerusalem vor Gericht gebracht. Während des Prozesses sagte der frühere Botschafter Argentiniens in Israel, dass Bormann nach Argentinien geflohen sei. 5 Jahre später schrieb Eichmanns Sohn Klaus einen offenen Brief, in dem er Bormann dazu aufforderte, sich zu stellen und sich für seine Taten zu verantworten. Denn statt Bormann wurde Eichmann zum Tode verurteilt. Wissen Sie, warum die verschiedenen Geschichten von Bormanns Flucht so hartnäckig sind? Warum ist man so sehr an Bormann interessiert? Überall wurde nach ihm gesucht. Manche wollten nur in die Schlagzeilen, aber vor allem die Amerikaner suchten wirklich nach ihm. Warum? Weil sie materielle Interessen hatten. Sie wollten wissen, wo die verbleibenden 19 Minen mit den gestohlenen Gütern sich befinden. Warum sollten sie sonst an ihm interessiert sein? Für die Nazis, die nach der Niederlage noch am Leben waren, wurde es ernst. 1953 verhafteten britische Agenten Werner Naumann, Sekretär aus Goebbels Propagandaministerium. Er sagte, dass er mit Bormann den Bunker verlassen habe und dass die Sowjets Bormann gerettet hätten. Er sei ein sowjetischer Spion gewesen, der sich mit Truppen der Roten Armee treffen wollte. Inzwischen soll er in Moskau leben. Der Historiker Wilhelm Ritter von Schramm bestätigt, dass der deutsche Geheimdienst Bormanns Nachrichten nach Moskau abgefangen habe. General Paulus war sich sicher, dass Bormann Moskau während des Krieges mit Informationen versorgt habe. Albert Speer, Leiter der Kriegswirtschaft im Dritten Reich, gab bei den Nürnberger Prozessen zu Protokoll, dass Bormanns Einfluss eine nationale Katastrophe gewesen sei. Andere wurden noch deutlicher. Bormann sei ein echter Maulwurf gewesen, ein Doppelagent höchster Stufe. Gottlob Berger, SS-General und Chef von Himmlers Truppe, hegte keinen Zweifel, dass Bormann ein Agent Stalins gewesen sei. Bei der Suche in Bormanns Vergangenheit stießen die Amerikaner auf merkwürdige Details. 1942 habe Bormann eigene Spione im Führerhauptquartier eingesetzt, die ständig in der Nähe von Adolf Hitler waren und jedes seiner Worte mitschreiben sollten, alle seine Reden und Ideen zu konkreten militärischen Angelegenheiten. Bald ging Bormann noch weiter. Er überzeugte Hitler, dass bei jedem Treffen ein Stenograf anwesend sein müsse. So stellte Bormann sicher, dass die Historiker nach Hitlers Tod alle seine glorreichen Taten überliefert bekommen würden. Sonst hätten sich die Militärs dem Andenken Hitlers bemächtigt, und dieses wollte Bormann unangetastet lassen.
Bormann ordnete auch die Entschlüsselung abgefangener Nachrichten an. Zeitlich stimmt die Einführung der Stenografen mit der Aufforderung der sowjetischen Führung an den Agenten Werther, sie über die Pläne für die Schlacht von Stalingrad zu informieren, überein. Alle Stenografen von Hitler waren Angestellte von Martin Bormann. Er hat ihnen Anweisungen gegeben und sie persönlich überprüft. Ständig las er ihre Berichte und übernahm einige von ihnen in sein Tagebuch. Auf einem dicken Klemmbrett machte er Notizen. Die Zeugen aus den letzten Tagen des Dritten Reiches sagen, dass er ständig geschrieben habe und dann alles in einem Koffer verstaute. Die vielleicht überzeugendsten Hinweise von Bormanns Spionagetätigkeit kamen von Reinhard Gehlen, dem ersten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes und Chef des Auslandsnachrichtendienstes unter Hitler. Einer seiner Männer sah einen Fernsehbericht von einem Fußballspiel in Moskau. Unter den Zuschauern glaubte er, Martin Bormann entdeckt zu haben. Der Bericht wurde von Gehlens Organisation überprüft und für authentisch befunden. Doch für Gehlens Organisation sollte es noch schlimmer kommen. Innerhalb seiner Organisation fand man sowjetische Agenten, die hohe Posten bekleideten und Zugang zu streng geheimen Informationen hatten. Diese Geschichte ließ die Amerikaner sich an das Jahr 1945 erinnern, als Gehlen sich den Alliierten stellte und ihre Aufmerksamkeit mit Unterlagen über die Aktivitäten des deutschen Geheimdienstes in der Sowjetunion und Osteuropa erregte. Gehlen hatte gerissen gehandelt und ganze Schubladen voll mit wertvollen Dokumenten versteckt. Doch die Operation wurde von Bormann geleitet. Und wenn der ein russischer Spion war, dann hätten die Sowjets Kopien aller Unterlagen von Reinhard Gehlen. Das Scheitern von Gehlens Vorhaben war verheerend, doch es brachte die Amerikaner auf eine Spur. Sie fanden den Schlüssel, um zwei widersprüchliche Versionen der Geschichte zusammenzubringen. Bormann hatte ein Untergrundnetzwerk unter der Kontrolle der Sowjets und ihrer Interessen aufgebaut. Die Amerikaner waren sich sicher, eine Zusammenarbeit von Stalin und Bormann aufgedeckt zu haben. Die Waffen des früheren Feindes von Deutschland sollten nun gegen den aktuellen Feind gerichtet werden, Amerika. Auf den ersten Blick scheint das Ganze absurd. Das möchte ich ausschließen, aber... Baronin von Haushofer, Enkelin des Geographen Karl Haushofer, sagt, dass ihr Großvater, der die Theorie vom Lebensraum im Osten entwickelt hat, nicht davon ausging, dass diese Vision zu seinen Lebzeiten verwirklicht werden könne. Dieses Baby, was er geboren hat, eben sehr... Баронесса считает, что вина ее деда состоит в том, ihr Großvater hatte eine geopolitische Theorie entwickelt. Und das Problem war, dass diese Theorie sehr gut in Hitlers Pläne zur Eroberung der Welt passte. Das ist sicher die Schuld meines Großvaters. In den Ländern, wo die Nazis aktiv waren, der arabischen Welt, Südamerika und Südostasien, stiegen nationalistische Stimmungen sehr stark an und nationale Befreiungsbewegungen begannen, sich gegen Amerika aufzulehnen. Während ägyptische Kämpfer am Abend Mein Kampf lasen, lernten sie tagsüber Militärwissenschaft von sowjetischen Spezialisten. Meir Amit, der frühere Chef des israelischen Geheimdienstes, sagt, dass die Ägypter nach dem Fall von König Farouk eine Gruppe von Nazis eingeladen hatten, um für Sicherheit in ihrem Land zu sorgen. Wenn Bormann wirklich ein sowjetischer Agent gewesen ist, dann war er der größte Spion aller Zeiten. Kann diese Geschichte wahr sein? Das Schweigen der sowjetischen Geheimdienste war verständlich. Niemals wird ein Geheimdienst zugeben, wer ihnen Informationen zustellt. Ein Zugeständnis würde bedeuten, dass ein Kriegsverbrecher und Ideologe der Nazis, eine der wichtigsten Figuren bei dem Mord an den Juden, ein Kommunist gewesen sei und für Stalin gearbeitet hätte. Die Amerikaner hingegen hielten diese Version für möglich.
Sie haben diese Version verbreitet, um die Sowjetunion zu diskreditieren. Sie sagen, die Sowjetunion habe Kontakt mit Bormann gehabt, nachdem sie selbst einen der drei wichtigsten Nazi-Funktionäre rekrutiert haben. Die Amerikaner arbeiteten an einem logischen Bild des Lebens und Wirkens von Martin Bormann, dem SS-Reichsleiter und Gruppenführer und Hitlers Assistent, als einem Spion Stalins im Dritten Reich. So konnte die Sowjetunion für die Taten des Dritten Reiches teilweise verantwortlich gemacht werden. Über Bormann hätte die Sowjetunion Hitler dazu gebracht, Juden, Polen und Russen zu töten, um sie in den Widerstand zu zwingen. Wenn diese Geschichte bewiesen werden könnte, wäre die Autorität der UdSSR, die die größten Verluste im Zweiten Weltkrieg zu erleiden hatte und entscheidend am Sieg über das Dritte Reich beteiligt war, stark beschädigt worden. Dieser Bluff wäre um die Welt gegangen und eine Sensation geworden. Im Dezember 1972 geschah, was allen Gerüchten hätte ein Ende bereiten müssen. Berliner Arbeiter entdeckten bei Bauarbeiten zwei Skelette in der Nähe des Lehrter Bahnhofs, wo Bormann 1945 das letzte Mal gesehen wurde. Forensische Experten identifizierten eines der Skelette als Martin Bormann. Der Grund für seinen Tod? Selbstmord. Bormann hatte am 2. Mai 1945 ein starkes Gift genommen. Die Reste einer Glasampulle konnten sogar noch gefunden werden. Die Suche nach Martin Bormann wurde von den Verantwortlichen eingestellt. 1998 wurde ein DNA-Test durchgeführt, der Bormanns Identität zu 100% bestätigte. Auf den ersten Blick könnte man nun einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen. Die Analyse hatte ergeben, dass es sich tatsächlich um Bormanns Überreste handelte. Doch wie wir aus den anderen Fällen, beispielsweise bezüglich des Zars und seiner Familie, wissen, muss das noch nichts heißen. Alles kann falsifiziert, alles kann fabriziert werden. So wie die Geschichte von Hitlers Schädel, die auf den ersten Blick logisch erscheint. Doch nichts dergleichen. Alles ist problematisch. Nun gab es eine neue Version der Geschichte. Bormann sei nach dem Mai 1945 an einem anderen Ort gestorben und seine Überreste seien heimlich in Berlin vergraben worden, wo sie dann zufällig gefunden wurden. Mit einem solchen Schritt hätte versucht werden können, Bormanns Aktivitäten nach dem Krieg zu vertuschen. Laut der Nürnberger Prozesse war das Urteil absolut gerecht. Doch am Ende entscheidet nicht das Volk, sondern Gott. Bormanns Tätigkeiten nach dem Krieg und sein Verschwinden bleiben ein Geheimnis. Die zweite Größe der Nationalsozialisten nach Hitler verschwand und löste so mehr Gerüchte, Legenden und Streit aus als jeder andere Nazi-Verbrecher, so der berühmte Nazi-Jäger Simon Wiesenthal. ...1999 wurden seine Überreste verbrannt und seine Asche über der Ostsee verstreut.